Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Witcherino 3. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst. Und würde mich mega freuen. So, den ich jetzt entscheiden sollte, dann schauen wir uns hier mal um. Ist das ein Weinen im Rascheln der Blätter? Blut aus Richtung des Baums, wenn ich mir die Form des Flecks so ansehe. Er blutet tatsächlich. Sieht aus wie Menschenblut. Und die Rinde, die schlecht verheilte Narbe, das Medaillon vibriert wie verrückt. Da ist starke Magie am Werk. Der Holzfäller war schnell, merkwürdig. Die Weide steht allein, keine anderen Bäume in der Nähe. Und? Hast du dir den Baum angesehen? Richtig? Mhm. Er blutet tatsächlich. Ziemlich unglaublich. Sieht verrückt aus. Hab ich's nicht gesagt? Meine Hilfe ist nicht umsonst, weißt du? Du redest mit einem einfachen Holzfäller. Ich hab kein Geld. Weniger, viel weniger. Ich zahle ja, aber so viel habe ich nicht mal im Ansatz. Einverstanden. Ich zahle, sobald die junge Maid befreit ist. Ich helfe dir. Aber erst muss ich rausfinden, wo ich anfangen soll. Brauchst du nicht. Ich weiß alles. Fräulein Daphne und Ritter Gareth waren schrecklich ineinander verliebt. Doch um sich ihre Hand als würdig zu erweisen, musste sich Gareth der Hexe vom Luxfelsen stellen. Bevor Ritter Gareth zu dem Hügel ritt, gab ihm Fräulein Daphne ihr Tuch als Zeichen ihrer Gunst. Lass mich raten. Er ist nie zurückgekommen. So ist es. Sie wartete. Tag für Tag, Nacht für Nacht, hielt Ausschau nach ihm. Bis sie Wurzeln schlug und sich in einen Baum verwandelte? Warum? Ich will dir sagen, warum zum Teufel. Um da zu sein, wenn Gareth wiederkehrt, das Tuch in der Hand. So stark ist die Liebe, die Sehnsucht. Du musst auf den Luxfelsen steigen und etwas finden, das Daphne befreien kann. Ich gebe dir mein Geschichtenbuch mit. Viel Glück, Hexer. Kann man das Buch nicht lesen? Geschichten und Fabeln. Ritter Gareth und Fräulein Daphne liebten einander so sehr, dass es schmerzte. Um die Zustimmung seines zukünftigen Schwiegervaters zu verlangen, musste Gareth 7 Herausforderungen bestehen. Die 7. war die schwerste. Gareth musste zum Luxfelsen die Hexe finden, die dort wohnte, und sie überreden, die Dürre zu beenden, die das ganze Land plagte. Daphne und alle flehten ihn an, der Hexe mit Demut zu begegnen, denn die Hexe vom Luxfelsen war boshaft und eigenwillig, selbst für eine Hexe, und lediglich wahre Demut konnte ihr eisiges Herz erweichen. Gareth aber wollte das Knie nicht vor einer Hexe beugen. Stattdessen wollte er sie zwingen, den Fluch aufzuheben. Niemand weiß, was beim Luxfelsen geschehen ist, aber Gareth kehrte nie wieder zu seiner Liebsten zurück. Daphne stand auf einem Hügel und hielt Tag und Nacht Ausschau nach ihm. Schließlich verwandelte sie sich in einen Baum, damit sie die Rückkehr ihres Ritters erleben könne. So groß waren ihre Sehnsucht und ihre Liebe. Jeder, der den Baum mit einer Axt verletzte, sah Blut aus der Wunde sickern. Nach und nach mieden die Menschen diesen Ort, und Daphne konnte in Ruhe auf Gareth warten. Im Laufe der Zeit geriet sie bei allen in Vergessenheit. Es ist auch ziemlich cool, dass man das durch die Bäume da oben diese Hütte sieht und so. Das ist schon echt atmosphärisch da, ne? Das muss man ja schon mal sagen. Und wir laufen jetzt hier schön durch die Nacht. In unserer Katzenausrüstung. Wir sind leiser, ne? Durch die Katzenausrüstung, kann das sein? Das klingt so. Leiser für unsere Schritte und alles. Sind leichtfüßiger geworden. So. Sie greifen nicht an, was aber nicht heißt, dass sie keine Gefahr sind.
Wir sollten es Demut zeigen, weil die Hexe noch hier sein sollte. Eine Hütte, die der Hexe. Die Hütte sieht bewohnt aus, aber es ist niemand da. Ich sehe mich besser mal um. Lieber Ivonis, die Kammer der Magier hat dieses Berg verboten. Dann kam ich an einen Ort namens Penatal, in einer Welt, die Shaggai genannt wird. Der Verstand eines Menschen kann dieses Land nicht verstehen, wo ein nicht geometrische Form und schreckliche Farben ungewohnt ins Auge springen. In dem Moment, als ich ankam, war ich am Rand des Wahnsinns. Ich stieß einen stummen Schrei aus und schwitzte Blut, als zwei Sonnen über meinen Kopf aufgingen. Ich fiel auf die Knie und betete zu Zutaqua, nicht um Erlösung, sondern um einen schnellen Tod. Und dann kam sie. Die Transmutation von Körpern ist eine der schwierigsten Aufgaben, die ein Magier vollbringen kann. Tatsächlich ist es nur den wahren Meistern auf diesem Gebiet je gelungen und selbst sie haben nur eine der Formen perfektioniert. Die Schwierigkeit entsteht in den psychophysischen Einschränkungen, da sich der Magier nur in ein Tier verwandeln kann, das er genauestens kennt. Ein bekanntes Beispiel hier ist Ulf Schwarzbart, der jahrelang mit einem Bären in einer Höhle lebte, um die Lebensessenz des Tieres in sich aufzunehmen. Riecht nicht eindeutig. Keine Ahnung, was da drin ist. Zu Staub zermahlene Knochen. Notizen über die Nutzung von Schafgarbenstielen. Schafgarbe wird hauptsächlich zu medizinischen Zwecken genutzt. Wie bereits oben erwähnt, heilen die Blätter dieses Krautes, wenn sie auf den Körper gelegt werden, alle möglichen Arten von Verletzungen, Wunden und Schmerzen. Die aus dem Sud entstehende Tinktur ist gut gegen gewöhnliche Erkältungen, Koliken und Appetitlosigkeit. Zusätzlich zu den Heileigenschaften können die Stiele der Schafgarbe zum Wahrsagen benutzt werden. Diese Art der Weissagung mag vielleicht seltsam erscheinen, ist in Wahrheit aber einfach und effektiv. Man kann sich wirklich auf die Frage konzentrieren und erhält eine sowohl genaue als auch befriedigende Antwort. Befriedigend. Eine Wand mit Zauberbauelementen oder Trophäen. Ein Pfeil, in der Mitte zerbrochen, hat dem Schützen kein Glück gebracht. Der Zweig einer Weinrebe, vielleicht um eine gute Ernte zu beschwören oder eine schlechte. Diese Puppe sieht wie ein Hilfsmittel aus, um Flüche zu sprechen. Ein Seidentuch, bestickt mit den Buchstaben D und F. Damit könnte ich den Fluch brechen, wenn es Daphnis ist. Eigentlich verlieren sich nur Wildkatzen hierher. Aber es scheint, als hätte ich einen weitgereisten Gast. Was suchst du hier? Ich hab's schon gefunden. Du willst doch nicht den Fluch auf dem Baummädchen brechen, oder? Und wenn doch? Dann solltest du wissen, dass du deine Zeit verschwendest. Die alten Legenden, hat sie dir deine Oma nicht erzählt? Selbst für mich, die Hexe vom Luxfelsen, wäre es kaum zu schaffen, die Macht der Liebe und der Sehnsucht zu besiegen. Der Ritter, der zu dem Mädchen gehörte, war er hier? Ritter Garret? Ja, er wollte mich besiegen. Hat sich's dann aber anders überlegt. Genauer gesagt, nach der ersten Nacht bei mir. Er blieb eine ganze Weile hier.
Dann hat ihn sein Gewissen übermannt und er wollte zurück zu seiner Geliebten. Er wollte vielleicht, aber er hat es nie geschafft. Unterwegs geschah ein tragisches Unglück. Hattest du irgendetwas mit diesem Unglück zu tun? Aber klar. Sollte ich etwa einen Mann, der mir gehörte, einfach einer anderen überlassen? Unmöglich. Was, wenn ich dich freundlich bitten würde, den Fluch zu brechen? Garrett hat bekommen, was er verdiente. Und was mit seinem Flittchen passiert ist, war nicht mein Fehler. Gut, es ist also nicht dein Fluch. Aber du könntest ihn brechen, oder? Das könnte ich wohl. Doch warum sollte ich? Ich werde mich dir ergeben, mich vor dir niederwerfen, wie Gareth in der Geschichte. Ich bitte dich inständig, mir zu helfen. Brich den Fluch, der Daphne in dem Baum gefangen hält. Als ich dich meine Hütte betreten sah, da dachte ich, das ist ein Mann, der sich niemandem beugt. Steh auf. Keiner, nicht mal ich, kann dem Mädchen die verlorenen Jahre zurückgeben oder das Leid lindern, das sie erlitten hat. Wir können sie nicht wieder zum Leben erwecken, aber ich verrate dir, wie du sie in Frieden gehen lassen kannst. Aber meine Hilfe hat ihren Preis. Eine Locke deines Haars. Woher weiß ich, dass du damit nicht einen Zauber auf mich wirkst? Ich brauche sie unbedingt für einen Zauber, der mich für alle Zeit vor dir verbirgt. Für nichts anderes. Du wirst mich nie wieder heimsuchen. Und du hast nichts zu befürchten, denn ich halte immer Wort. Ich vertraue dir, trotz meiner Bedenken. Meine Haarlocke gehört dir. Was muss ich tun? Du musst die Maid davon überzeugen, dass ihr Liebster zurückkehren wollte, dabei aber starb. Nimm ihr Seidentuch und etwas von Garretts Überresten. Seine Knochen verbleichen in der Höhle unter diesem Felsen. Das Feuer muss das Tuch und die Überreste verbrennen. Und dein Herz, deine Absichten müssen absolut rein sein. Verstanden? Ja, danke für deine Hilfe. Gern geschehen. Und leb wohl. Wenn du aus der Tür bist, werden wir uns nie wiedersehen. So, gerade eben hat jemand abonniert. Die Einblendung war drin, aber ich habe den Namen leider nicht gesehen. Und meine Aktivitäten bei Twitch steht es leider auch nicht. Ich glaube, es war aber Sybil oder so. Oder? Aber es wird C. Und vielen lieben Dank für das Abo. Vielen lieben Dank. An die anhaltende Unterstützung. Vielen lieben Dank. Vielleicht schreib's doch einfach mal rein oder weißt, dann kann ich den Namen nochmal richtig vorlesen. War auf jeden Fall ein Namen, den ich kannte. Ich müsste ihn nur nochmal lesen. Oh ne, hier geht's nicht lang. Da. Boah, erschreck mich doch nicht so. Will er nicht kämpfen? Dann halt nicht. Die Truhe kann man gar nicht öffnen.
Eine Plattenrüstung und ein paar Knochen. Garets Überreste. Sind sie das? Aber warum ist die Rüstung auseinandergefallen? Magie? Oder ist er irgendwo rund, muss zum Baum zurück, den Fluch brechen? Ja, vielleicht hat die Hexe uns auch angelogen. Was sehr gut möglich ist. Ich weiß es gerade leider nicht mehr. An so kleine Details erinnere ich mich nicht mehr. Ich erinnere mich aber, glaube ich, daran, dass ich das damals auch genauso gemacht habe. Weil ich halt neugierig war, wenn man ihr vertraut, ob das gut ausgeht oder nicht. Es kann sein, dass ich dann erschrocken war und es war nicht gut. Aber naja, schauen wir mal. Vielleicht haben wir die gleiche Reaktion wie damals. Ach, das wird schon gut werden. Sturm, verdammt. Immer diese fiesen Stürmer. Und? Du hast die Hexe getroffen, ganz bestimmt. Was hast du erfahren? Diese Hexe, sie ist nicht so schlimm, wie alle sagen. Ich musste zwar einen Kratzfuß machen, aber ich kenne Zauberinnen, die schlimmer sind. Das sind ja erfreuliche Nachrichten. Aber was ist mit Daphne? Ich kann den Fluch brechen, sie befreien. Durch ein Ritual, bei dem ich ihr Tuch und Garets Überreste opfere. Aber der Zeitpunkt muss stimmen. Wenn die Stunde naht, zünde ich 4 Feuer für die 4 Winde an und beginne mit dem Ritual. Feuer? Dann kann ich dir ja doch helfen. Du wirst Holz brauchen. Viel Holz. Hacke so viel du kannst. Ich kümmere mich um den Rest. Ich habe das Holz gehackt und gestapelt. Was jetzt? Jetzt bin ich dran. Ich zünde die Feuer an und rede mit der verzauberten Frau im Baum. Ich weiß nicht, wie es ausgeht, also bleib lieber in sicherer Entfernung. Und wenn ich mein Schwert ziehe, renn weg. Blick geht in die 4 Winde. Im Süden nicht ein Wort erklingt. Osten kein Laut durch die Kälte dringt. Hoch im Norden die Stille verfangen. Tief im Westen tote Augen brannten. Beend die Wacht, er ist gegangen. Höre mich, die du unter der Rinde verborgen bist. Der Tag deiner Freiheit ist gekommen. Sieh nur, ein Tuch, der Beweis eurer Liebe füreinander. Sieh, ein Knochen von dem, dem du deine Liebe gabst.
Mein Gareth, er wird nie zurückkehren. Nein, das wird er nicht. Ist seine Liebe für mich erloschen? Ist er mir treu geblieben? Puh, das ist jetzt eine schwere Entscheidung, Leute. Oh mein Gott. Potato ist immer ehrlich, aber ich kann ihr das jetzt nicht sagen. Wir hatten schon mal das Thema Ehrlichkeit und Lügen, ne? Ah. Sie hat es ja eigentlich verdient, aber sie ist eh schon tot. Also sie hat es verdient zu wissen, aber sie ist auch eh schon tot. Also. Und ich glaube, dann könnte sie Rache gelöst haben. Ah. Ah. Ich sag ihr die Wahrheit. Die Wahrheit wär am längsten. Gareth hat seinen Schwur gebrochen und ist dir nicht treu geblieben. Der Mensch besteht aus Erde und Schmutz. Er scheitert schnell. Wir alle tun es. Wie grausam ist die Welt, die Liebe so sehr auf die Probe zu stellen. Aber was wäre die Welt ohne Liebe? Meine Zeit ist gekommen. Ich habe zu lang gewartet, zu sehr gelitten. Und jetzt möchte ich gehen. Leb wohl. Ich danke dir, Fremder. Und dir, mein Ritter, danke ich, dass du mit mir gesprochen und zu meinen Füßen gewacht hast. Ich hätte nicht gedacht, dass es so endet. Ich hätte sie gern wieder zum Leben erweckt. Aber es sollte wohl nicht sein. Sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage, gibt's nicht oft. Leider. Das hast du gut gemacht. Hier, eine Bezahlung. Und das Buch. Danke. Pass auf dich auf. Bis dann, Hexer. Ich muss nachdenken und all das verarbeiten. Das war eine schöne Quest, oder? Die Musik ist so schön. Ach ja. Neben dieser Insel haben wir übrigens noch was zu tun. Wir haben noch ein Ausrufezeichen auf der Karte, was wir auch noch machen müssen dann. Wenn die Zeit dafür reif ist. Wir müssen natürlich die Schatzsuche noch erledigen. Ne? Und dann geht's aber irgendwann nur los mit der Hauptgeschichte. Dann haben wir es bald. Während der Hauptgeschichte gibt es, glaube ich, noch mal ein paar Nebenquests. Schauen wir uns die Insel mal an. Ich wandle auf dem Wasser, genau wie... Wie wer? Wie ein Wasserläufer. Was dachtest du? Egal. Du hast wohl gemeint, dich kann nichts mehr überraschen, was? Irrtum. Hey, hast du eine Ahnung, wieso zum Teufel ich auf dem Wasser laufen kann? Klar weiß ich das. Ich wohne seit undenklichen Zeiten abgeschieden an diesem Gestade. Und ich kann die außergewöhnliche Natur des Sees bezeugen. Was ist so außergewöhnlich daran, abgesehen davon, dass man darauf laufen kann? Der See birgt ein wundersames Schwert in seinen Tiefen. Darüber wache ich. Nur wer über die fünf ritterlichen Tugenden verfügt,
darf nach dem Schwerte greifen. Man sagt mir ja einiges nach, aber Ritterlichkeit, ich weiß nicht. Aber ich weiß. Denn ich weiß, wer du bist. Du hast bewiesen, dass du zu tiefem Mitgefühl fähig bist. Du bist ein Ehrenmann, wie viele bezeugen können. Du bist selbst bescheiden und anderen gegenüber großzügig. Deine Tapferkeit wird in Legenden gepriesen. Die Vernunft leitet dich, wie sie alle Weisen leitet. Du hast gezeigt, dass die fünf ritterlichen Tugenden in deinem Herzen wohnen. Dann gehört das Schwert mir? Ich kann es mir hochholen? Das Schwert gebührt der Hand deines Meisters. Du musst im Kampf über der Wasseroberfläche beweisen, dass deine Künste würdig sind. Bist du bereit? Allzeit bereit. Dann zieh dein Schwert. Das ist mein liebster Teil des Festes. Deine Meisterschaft mit der Klinge ist über jeden Zweifel erhaben. Wir kennen uns schon. Gewiss, auch der Einsiedler sagte, er kennt dich. Die Dame vom See. Das bin ich. Vergiss nicht, dass du ein Ehrenmann bist, der sich dem Guten verschrieben hat. Deswegen hast du die Klinge bekommen. Nun trage sie. Und ich hoffe, diesmal verlierst du sie nicht. Also das ist schon eine ziemlich sexy Waffe, ne? Das muss man schon mal ehrlich sagen. Die ist auch nicht schlecht. Die nehmen wir doch. Das ist die falsche? Moment, die andere Seite. Das ist schon, ich sag mal, die sieht echt nett aus. Gefällt mir. Wunderbar, da haben wir das auch schon erledigt. Wir haben noch eine quasi Nebenquest auf der Karte. Ich glaube hier oben. Da haben wir die schon angenommen an der Brücke. Wir haben die schon angenommen, ne? War die nicht irgendwie an der Brücke oder so? Moment, wir haben doch hier. Ja, scheint, als hätten wir die schon angenommen. Dann haben wir wirklich alle Nebenquests jetzt gerade durch, ne? Also alle, die wir bisher machen können. Also klar, es gibt natürlich nur Quint und so, ne? Und zu Hause am schönsten, das können wir auch jetzt machen. Das machen wir zum Abschluss des Parts jetzt. Einfach, weil es jetzt schön ist, weil wir jetzt eigentlich alles erledigt haben. Prinzipiell haben wir alles erledigt. Kann man das hier lesen? Ja, kann man. Von links nach rechts mal. Kein Mensch, der seinen Wohlstand nicht mit anderen teilt, kann als gut bezeichnet werden. Großzügigkeit ist für ein Leben in Würde und ein Sterben in Frieden unabdinglich. Tapferkeit alleine macht noch keinen guten Menschen. Doch wie viele Feiglinge sind gute Menschen? Wer tapferen Herzens ist, zögert nicht, sich gegen die Mehrheit zu stellen und die Konsequenzen zu tragen. Es gibt viele Wesenszüge, die die wahre Natur eines Menschen abbilden. Mitgefühl unterscheidet den Menschen vom Tier. Wer mit seinem Nächsten fühlt, dem ist dessen Unglück nicht einerlei. Er wird sich immer für die Schwachen und Unterdrückten einsetzen. Ehre kann man nicht kaufen. Sie kann auch nicht verkauft werden, da ihr Wert den aller Schätze der Welt übersteigt. Doch man kann sie verlieren, und wenn das geschieht, dessen Name ist in alle Ewigkeiten beschmutzt. Ein wahrer Ehrenmann steht hinter dem, was er tut, stellt sich jeder Herausforderung und verachtet die Lüge.
Weisheit ist eine Tugend, nach der man ein Leben lang streben sollte. Nie ist man so weiser, als dass man nicht noch weiser werden könnte. Und der Weise weiß dies. Wir sollten auf unserer Reise durch das Leben nach weisen Entscheidungen streben. Das sind nicht die Entscheidungen, die uns das Leben einfacher machen. Meist trifft das Gegenteil zu. Aber sie machen stets bessere Menschen aus uns. Ja, war das schön, oder? Ich weiß gar nicht, ob man, wenn man da hingekommen wäre, wenn ich da früher hingegangen wäre, ob man da noch irgendwas hätte machen müssen. Oder ob ich die ganzen Bedingungen jetzt einfach schon erfüllt habe, aus Versehen. Okay, ich kann doch auf Plätze. Ich wollte gerade schon sagen, irgendwie kann ich nicht mehr auf Plätze drauf. Ach, so, nach all der langen Zeit können wir endlich über unser eigenes Weingut gehen. Eigentlich total dumm, dass ich das jetzt erst mache, aber hey. So ist Potato halt. Normalerweise, wenn man hier ankommt, macht man das als erstes. Weil cool und eigenes Haus und Sachen und so tun und machen. Aber Potato ist halt einfach ein bisschen anders als die anderen Leute. Der hat einfach lieber erstmal alle anderen Sachen erledigt. Alle Fragezeichen, alle Nebenquests, alle Hexeaufträge und gleich noch alle Schatzsuchen. Alle gut, die machen wir nicht mehr, bevor ich aufs Anwesen gehe. Die Schatzsuchen kommen dann ja immer danach. Es sind ja auch nur noch 3 Schatzsuchen. Da müssen wir noch das mit dem Gwent machen, theoretisch. Da müssen wir noch die skellige Quest noch erledigen und sowas. So ein paar Kleinigkeiten müssen wir ja auch noch erledigen. Und dann haben wir nur noch die Hauptgeschichte. Plus die Nebenquest, die durch die Hauptgeschichte kommt. Ich glaube, es sind 3 Stück. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und einen davon haben wir schon offen. Weiter so, Plätze! Aber wisst ihr was? Wir kommen jetzt nicht nachts hier an. Nee. Boah, ist das hell, ne? Willkommen zu Hause, Herr. Ich bin Barnabas Basilius Foti. Auf Anweisung der Herzogin diene ich dir als Haushofmeister auf Corvo Bianco. Zuvor habe ich mit Auszeichnung im Anwesen der Familie Nibilly und in Nazaire bei Admiral Rompailly gedient, der, wie sicherlich bekannt ist, ein außerordentlich fordernder Edelmann ist. Mensch, Barnabas Basilius, eines solltest du wissen. Ich bin kein typischer Grundbesitzer. Ehrlich gesagt, ist das hier mein erster Besitz. Oh, in diesem Fall solltest du alles mir überlassen. Ich werde alles organisieren, mich um alles kümmern und das Haus in Ordnung halten. Ich würde sogar behaupten, dass dieses Weingut bald zu den wohlhabendsten gehört. Großartig. Ich sehe, ich bin in guten Händen. Das Weingut scheint eine lange Geschichte zu haben. Weißt du, wem es vor dir gehört hat? Also vor mir, meine ich. Baron Rossell, der bankrott ging und gezwungen war, das Anwesen an die Herzogin zu verkaufen. Der Baron hatte es wiederum Monsieur Bullius abgekauft, dem Scharfrichter. Eine schillernde Persönlichkeit mit kedwenischen Wurzeln. War er wirklich ein Scharfrichter? Nein, er nicht. Aber sein Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater. Ja. Anscheinend war dieser ein gewöhnlicher Taschendieb gewesen, der sich den Posten des herzoglichen Scharfrichters in Beauclair sichern konnte. Er nahm seine Arbeit sehr ernst. Angeblich soll er mehr Köpfe abgeschlagen haben, als Reben in den herzoglichen Weinbergen wachsen. Er zögerte nie, kein einziges Mal. Er schlug nie ungleichmäßig zu, vermasselte nichts. Für seine mustergültigen Dienste verlieh ihm der Herzog einen Titel und dieses Anwesen. Monsieur Bullius wiederum war in jüngeren Jahren Ingenieur. Als er in den Ruhestand ging, ließ er sich hier nieder und kelterte Wein. Zu seinem Unglück verlor er zuerst seinen Geruchssinn, dann den Geschmackssinn. Außerdem konnte er keinen Alkohol trinken. Der Arzt hatte es ihm verboten. Wie schrecklich. Hat er dann aufgehört, Wein zu keltern? Nein, überhaupt nicht. Er produzierte sogar noch mehr. Er begann, wilde Bälle zu veranstalten, zu denen er Freunde von nah und fern einlud, damit sie seinen Wein trinken und genießen konnten.
Solch ein Mann war er, Monsieur Bullius. Würde es dir was ausmachen, mir Corvo Bianco zu zeigen? Nein, überhaupt nicht. Folge mir bitte. Ich denke, wir sollten auf dem Hügel beginnen. Sieh nur, Herr, dein Gut in all seiner Pracht. Ziemlich groß. In der Tat. Und jetzt würde ich dir gerne einige interessante Einzelheiten zeigen. Folge mir. Bist du schon dein Leben? So, meine lieben Freunde, aber diese schöne Tour erst im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.